Stöckchen oder was? Wir sollen das wohl bei einem der Altäre benutzen. Vielleicht weiß Freya Rat. Im Prinzip haben sie uns also die Schlüssel zur Nacht gegeben. Das kann sich doch sehen lassen. Wir sollten zu Hildi Sweeney und ihm von all dem erzählen, ja? Ja. Zurück ins Lager. Lass dich nicht unterkriegen, du schaffst das! Hinter dir, pass auf! Ja, immer noch sehr, sehr Igros. Gefällt mir jetzt nicht mehr so. Derselbe wie vorhin, oder? Nein. Sie kommen schnell zurück, aber nicht so schnell. Was hast du in Asgard noch von Odins Armee gesehen? Also, all die Einherjar, die wir bekämpft haben, die sind schon einmal im Kampf gefallen. Wir töten sie hier und sie wachen in Valhalla wieder auf. Sie sterben nie wirklich. Wenn der Krieg kommt, sollten wir auch eine endlose Armee toter Soldaten haben. Du meinst Helheims Armee? Wie in der Prophezeiung. Dazu wird es nicht kommen. Hm. Aber langsam, glaube ich, kommt alles so, wie er es gesehen hat, ne? Zwei davon? Also melden wir uns bei Hildi Sweeney zurück.
Und dann? Wir sind hier, um Freya zu helfen. Wir gehen nicht zurück, ohne ihren Bruder und den Lichtab zu retten. Na gut, aber Odin wird schon weiter nach Maskenteilen suchen. Das ist sein Problem, nicht unseres. Klar, aber wenn diese Maske alle Antworten dann hat... Dann hat sie sicherlich ihren Preis. Vorsichtig mit Abkürzungen zum Wissen. Ja, Vater. Oh, boah, ist das ewig. Unangriff, sehr schön. Nein, nein. Nur die Fleischfressenden. Ja. Okay. Wer ist das? Ah, die runzlige Visage gehört Helka. Sie ist eine Bloodhunder. Die sind für ihre präzisen Spürfähigkeiten bekannt. Du wirst sie mögen. Kratos, Atreus, die Sonnenfinsternis war euer Werk, ja? Danke, dass ihr hier seid. Pikvir hat die Ablenkung zur Flucht genutzt. Und dein Bruder? Wir wissen, wo sie ihn festhalten. Baylor hat den Sprengstoff vorbereitet. Den Sprengstoff. Wenn ihr mitkommt, können wir gehen, sobald ihr bereit seid. Ein Gestaltwandler könnte mir helfen. Geh mit ihm, Atreus. Ich helfe Freya. Jawohl. Jawohl. Deine Feuerklingen sehen ganz schön kühl aus. Immer her damit. Sobald ihr das Signal seht, zählt rückwärts. Komm, Kratos. Oh, hey. Ist das dein Kleiner? Süßes Kerlchen. Psst, du hättest ihn vor ein paar Wintern sehen sollen. Er ist nicht mal mehr auf Augenhöhe. Ach, sei still. Ein Junge muss wachsen. Genau so. Gerne, hab geöffnet. Familienwappen, die nehme ich. Ach, stopp. Du musst mir immer noch erzählen, wer diese Teile hergestellt hat. 9 Stück, Alter, ey. Und jetzt zu der Göttin. Großer? Und was benötigt die Waldhexe?
Und schon entschieden? Habt ihr die verdammte Tageszeit geändert? Na gut, sehr beeindruckend. So, ist er mit Midgard komplett. Die Wölfe gaben uns ein Zepter. Damit können wir sie rufen, wenn nötig. Gut, das ist eine Abkürzung zu Njörds Tempel, die wir tagsüber nutzen können. Die Einherja halten Freya im Tempel deines Vaters gefangen? Er ist leer, solange ich mich erinnern kann. Auf der anderen Seite des Flusses gibt es einen Himmelsaltar. Pegvir sagt, die Altäre dienten einst als Signal für die Wölfe. Und mit dem Zepter können wir sie jetzt nutzen. Wie ist der Plan? Wenn wir den Tempel erreichen, feuere ich das Signal. Es alarmiert Baylor und Pyrgir, um die Ablenkung zu starten. Der Dunkelalbstock. Schön, einmal nicht selbst das Ziel davon zu sein. Wenn sie abgelenkt sind, können du und ich die Haupttruppe von hinten angreifen. Während Atreus und Hildeswini ranschleichen und deinen Bruder retten. Ja. Sobald wir ihr Signal sehen, vermitteln wir uns am Fluss und fliehen auf Freyers Boot. Vorsicht! Ja, Erledigt. Wird in einem Gefängnis im Norden festgehalten. Folge Freya! Ich will da jetzt aber lang, Mann. Jo, wieder Strecke zurückrennen hier, ne? Mann, ey. Irgendeine Rabe hier oder sowas? Nee, ne? Vorsichtig! Das ist Bifrost!
Sind bedeutend im Nachteil. So, bitteschön. Der Nick kann halten, seine Freunde, Bruder. Right cut.
Wo ist denn der andere hier? Der hat ein bisschen dolle, ne? Kann ich nicht sehen. Das ist auch nicht mehr lustig hier. Keine Ahnung, wo das Viech sein soll hier.
Versuch mit dem Zepter ein paar Mal über die Schale zu streichen. Unsere Taten in dieser Welt folgen der Prophezeiung der Riesen. Atreus glaubt, Ragnarök ist unvermeidlich. Die Normen waren recht deutlich. Verzeihung. Sie sagten, unsere Entscheidungen seien verkürzt. Wir haben uns geändert. Recht. Sagten, du würdest Heimdall töten. Doch du bist diesen Weg nicht gegangen. Damals, als wir uns kennenlernten, wäre es wohl anders gewesen. Und du? Trachtest du noch nach Ragnarök? Odin hat viel zu verantworten. Wenn Groas Prophezeiung stimmt, findet meine Welt vielleicht finde ich sie. Verzeiht einem Kopf an einem Gürtel, aber sagten wir nicht gerade, dass Prophezeiungen reiner Unsinn sind? Herr Jemimir. Was? Der nervigste Mann der Welt. Noch mehr voraus. Auf dein Zeichen. Gegner hinter dir, Kratos! Schön vorsichtig! Das ist Bifall! So ein Fußmarsch hier. Vorsicht, das ist der Alpha. Das wird schwer. Ja.
Vater! So, wir haben diese Kreatur im Dschungel Wilhelms entdeckt. Frey hat mir später von einer Legende erzählt, die sie umgibt. Geschichten über ihre Wildheit wurden den Wahnkennern erzählt, um sie am Zügel zu halten. Sie wollte nicht sagen, wie viel Wahnenblut an ihren Klauen klebte, aber nach ihrem feierlichen Tod zu urteilen, war es nicht wenig. Nachdem die Bestie nun geschlagen ist, müssen die Eltern eine neue Methode finden, ihre Kinder in Angst und Schrecken zu versetzen, damit sie gehorchen. Hallo, ich denke, der Kevin Hornig. Alter Schwede. Sie waren zum Weg. Ja, trotzdem seltsam. Was hat sie hier gemacht? Odin nutzte Wurzeln des Weltenbaums als Teil seines Zaubers, der mich in Midgard festhielt. Nidhoggr beschützt diese Wurzeln, wo immer sie sind. Ja, verstehe. Odin hat sie benutzt. Und sie musste dafür bezahlen. Typisch Odin. Einfach mehr Lärm, wenn der andere kommt. Wenn wir sie lange genug ablenken, haben Hildisvini und Atreus mehr als genug Zeit, ungesehen rein und rauszukommen. Ich sorge mich nicht um Atreus. Er ist bereit, alleine zu kämpfen. Hier ist es. Hinter diesen Ranken steht ein Altar. Ruf jetzt bitte Skull. Bist du bereit? Ja. Und du? Ich gehe hier nicht ohne meinen Bruder.